Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau. Sarah Wagenknecht ist ein YouTube-Star. Sie und ihr Team haben in großen Teilen die Plattform verstanden und wissen, wie sie Menschen erreichen sollen. Mir ist tatsächlich schon seit längerem aufgefallen, dass ihr Kanal und ihre Videos extrem erfolgreich sind und ohne große Schwankungen mehrere hunderttausend Aufrufe generieren. Ich denke, man sollte verstehen, warum der Kanal gut funktioniert, um so im Zweifelsfall das Gesagte und Gezeigte besser einordnen zu können. Auch weil ihre selbsternannte Wochenschau eine Art ja journalistisch-aufklärerischen Ansatz versprüht. Genau deshalb sollten wir es hinterfragen. Also wir analysieren in diesem Video die Erfolgsstrategie von Wagenknechts YouTube-Kanal und ich glaube, ein ganz wichtiges Detail verwendet sie und ihr Team bewusst oder unbewusst, was sie sich glatt von Funk abgeschaut haben könnten. Deswegen will ich mir in dieser Wochenschau mal genauer ansehen, wie dieser angeblich hochmoralische Haufen wirklich tickt. Und damit willkommen zurück. Werde übrigens gerne Kanalmitglied ab 99 Cent im Monat, um so ja Journalismus hier auf diesem Kanal zu unterstützen. Und vielleicht wird dieses Video ja auch zu einer Art ja Reihe, wenn es euch gefällt, denn die Medienstrategien der unterschiedlichen Politiker, Institutionen und Parteien sind allesamt spannend. Also lasst es mich gerne wissen, ob es euch gefallen hat in den Kommentaren, ja oder nein. Und vor jedem Thema, was ich hier auf meinem Kanal angehe, frage ich mich auch erstmal, was interessiert mich daran eigentlich? Und hier waren es Fragen wie, warum ist sie so viel erfolgreicher als alle anderen Politikerinnen und Politiker? Wer teilt ihre Videos? Gab es eine Art Ausbildung für sie? Welche Rolle spielen linke Netzwerke? Was ist überhaupt genau die Kanalstrategie? Und weiterführend, was machen eigentlich andere Parteien inzwischen, um aus ihren Politikern und Politikerinnen auch so etwas wie Influencer und Influencerin zu machen? Viele Fragen und wir beginnen mal beim Fundament selbst, also den Basics. Wie erfolgreich ist eigentlich ihr Kanal? So richtig lange betreiben Wagenknecht und ihr Team den Kanal nämlich tatsächlich noch nicht. Und wie so viele Politiker und Politikerinnen finden wir erst einmal hier in der Anfangszeit viele Bundestagsreden wieder oder auch Ausschnitte aus Fernsehsendungen. Die Aufrufzahlen waren und sind für ein halbes Jahr, naja, eher dürftig. Dürftig deshalb, weil Wagenknechts Reden auf YouTube, auf anderen Kanälen generell richtig erfolgreich sind. So etwas wie extra designte Thumbnails gab es nicht. Anfang Januar 2020 startete sie dann aber ihre sogenannte Wochenschau und dann ging es richtig ab. Seitdem hat ihr Kanal ca. 50 Millionen Aufrufe gesammelt und ca. 600.000 Abonnenten, Stand Ende 2022. Und insgesamt hat sie ca. 150 Videos. Und auch wenn ich kein allzu großer Freund von Plattformen wie Social Blade bin, mit Blick auf die dort gesammelten Zahlen erreicht sie aktuell wöchentlich 670.000 Aufrufe. Das ist eine ganze Menge. Damit ist sie eine der erfolgreichsten, Ausrufezeichen, erfolgreichsten deutschen Politiker und Politikerinnen auf der Plattform überhaupt, wenn nicht sogar auf Social Media. Übrigens, wenn ihr herausfinden wollt, ob ein Kanal Views einkauft oder ob Views dazu zustande kommen, dass man das jeweilige Video als Werbung vor andere YouTube-Videos schaltet, ein gutes Indiz dafür ist, wenn man sich anschaut, wie viele Views ein solches Video hat und wie viele Kommentare bzw. Likes das Video generiert hat. Denn gerne haben gesponserte Videos, auch von Parteien, gerne mal hunderttausende Views, aber dann nur so 100 Likes oder 12 Kommentare. Klar, weil der View der Werbung gezählt wird, aber niemand ja drauf geklickt hat. Man müsste nur in euch selbst reingehen. Wie oft klickt ihr auf die Werbung selbst eines Videos vor einem anderen Video und kommentiert dann sogar noch oder liked das Video? Eigentlich nie. Dieses Phänomen sehe ich auf den ersten Blick bei Wagenknechts Videos nicht. Aber eine Kleinigkeit finde ich dann doch etwas unüblich hoch, denn ihre Videos, die immer irgendwas um die 1 Million Aufrufe haben, haben recht konstant irgendwas zwischen 12.000 und 15.000 Kommentare, manchmal sogar viel mehr. Das ist schon eine ganze Menge. Wirklich, wirklich, wirklich viel. Ich habe mir aus Spaß einfach mal im Vergleich zahlreiche Videos angeschaut, zum Beispiel vom ZDF-Magazin Royal, von Mr. Wissen to go, dem Parabelritter und ganz vielen anderen. Und bei ausnahmslos niemandem ist die Kommentarzahl so hoch mit gleichen Aufrufzahlen wie bei ihr. Denn bei den genannten Kanälen und anderen bewegt sich die Kommentarzahl irgendwo zwischen 2000 bis ja vielleicht 6000, 7000 Kommentaren. Und vor allem manche dieser Videos der anderen Kanäle sind schon seit Wochen oder Monaten online. Wagenknechts Video zum Beispiel, Ende der Meinungsfreiheit auf dem Weg in eine illiberale Gesellschaft, als das online ging, hat es einen Tag später bereits 7000 Kommentare. Da ich ja nun schon seit Jahren YouTube mache und auch professionell für eine Firma arbeite, die sich Tag ein, Tag aus mit Kanalerfolgen und Kanalstrategien auseinandersetzt, bin ich schon erstaunt von so vielen Kommentaren in so kurzer Zeit. Findet ihr die Videos von Sarah Wagenknecht eigentlich
gut oder schlecht? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Und vielleicht, das wäre ja mein Traum, erreichen wir sogar auch so viele Kommentare wie bei ihr. Lasst uns mal so auf, keine Ahnung, 2.000 bis 3.000 Kommentare anzielen. Schauen wir mal, ob es klappt. Weil unabhängig davon, wie sie zustande kommen, hier ist das erste große Geheimnis bzw. die erste große Strategie des Kanals, nämlich Diskussion. Eine der wichtigsten Metriken für YouTube, um zu entscheiden, ob das Video eventuell auch algorithmisch an andere Menschen ausgespielt wird, ist, ob und wie viele Menschen unter einem jeweiligen Video kommentieren. Denn ein abgegebener Kommentar bedeutet, dass das Video relevant ist, dass Leute sich noch tiefer damit auseinandersetzen wollen. Und unabhängig davon, wie eben diese unfassbar vielen Kommentare in so kurzer Zeit auf Wagenknechts Kanal zustande kommen, sie helfen extrem dabei, die Videos auf der Plattform weiter zu pushen. So, wie kommen die vielen Kommentare vielleicht aber doch zustande? Im Zweifel für den Angeklagten. Also Wagenknecht ist eine umstrittene Person und sie macht Meinungsvideos auf ihrem Kanal. Das lädt natürlich förmlich dazu ein, dass Menschen ja auch ihre Meinung zu dem Thema abgeben wollen. Vor allem die politischen Pole, also rechts und links, haben großes Interesse, hier ja in Erscheinung zu treten und ihre Meinung abzugeben. Aber ich denke schon, dass den Betreibern des Kanals oder uns, der Community rund um Wagenknecht, durchaus bewusst ist, dass man eben sehr viele Kommentare unter ein Video posten muss in kürzester Zeit, damit das eben von YouTube erkannt wird, sodass das weiter ausgespült wird. Ich meine, so etwas lässt sich schwer beweisen, aber ähnlich wie bei der AfD und der rechten Szene, das sieht man ja schon seit Jahren, die sind ja auch sehr gut miteinander vernetzt und kennen diese Taktiken, weswegen auch Kanäle wie Never Forget Nikki oder Naomi Seibt groß geworden sind. Ein Artikel dazu findet ihr übrigens unten in der Infobox verlinkt von Korrektiv. Eines ist klar, dem Team ist Cross-Promo extrem wichtig. YouTube soll und muss der Mittelpunkt sein. Alle Energie für die Videos geht sozusagen auf YouTube. So postet Wagenknecht und ihr Team zwar Schnipsel der Videos auch auf Insta und Twitter oder vor allem auch auf Facebook, aber immer nur Schnipsel und meistens immer noch mit einem Link versehen zum Video selbst auf YouTube. Auch Telegram spielt da eine Rolle. Dort gibt es zum Beispiel eine 16.000 Menschen große Community, einen Kanal, der nicht von Wagenknecht selbst betrieben wird, wo aber die Videos geteilt werden. Teils auch nur mit Schnipseln, sodass man sich das ganze Video auf YouTube nochmal anschauen muss. Und warum ist das ein wichtiger Teil der Strategie? Naja, schon seit Jahren ist für YouTube sozusagen Cross-Promo ein extrem wichtiger Indikator, ob Videos weiter verteilt werden auf der Plattform oder nicht. Also Cross-Promo bedeutet hier, dass es auf anderen externen Plattformen wie Facebook, Twitter und Co., die nicht YouTube sind, eben geteilt wird. Warum? Naja, YouTube konkurriert mit den anderen Plattformen da draußen. Es geht ja um die große Aufmerksamkeitsökonomie. Übrigens, spannendes Video von Gerd Skobel hier oben im i verlinkt. Und wenn ein Video es schafft, Menschen von Fremdplattformen auf YouTube zu lenken, richtig nice für die Plattform, für YouTube, das ist richtig gut, denn die Wahrscheinlichkeit scheint ja doch recht hoch zu sein, dass auch andere Menschen, denen wir als YouTube das Video weiterempfehlen auf unserer Plattform, dass die dieses Video auf anderen Plattformen wieder teilen, wodurch Leute auf YouTube gezogen werden und weg von anderen Plattformen. Den Machern und Macherinnen oder zumindest der Community dahinter ist sehr wohl bewusst, dass sehr schnelles Teilen, sehr schnelles Kommentieren auf externen Plattformen, also das Teilen auf externen Plattformen, extrem wichtig ist für den Erfolg des Kanals. Und bevor wir gleich ja die Macher des Kanals auch nochmal genauer analysieren, denn das spielt auch eine große Rolle, möchte ich aber das Thema nochmal ein klein wenig größer machen. Denn vielleicht erinnert sich noch jemand an 2019, die Europawahl und an Rezos Zerstörungsvideo. Das Echo danach war ja riesig. Die damalige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wollte Wahlkampfregeln für Influencer. Und auf einmal dachten sich aber doch viele Parteien, wir brauchen jetzt auch Influencerinnen und Influencer. Kommen wir zum dritten Kapitel, also Partei-Influencerinnen und Influencer. Also wir bekamen als Reaktion auf Rezos Video dann so Sachen wie das hier von der CSU. Herzlich willkommen zur CSU, der Social Media Show der CSU im Bundestag. Oder auch ihn hier vermehrt. Und dagegen kann man in der Sache auch gar nichts haben. Anfang 2021 gab es auch einen neuen YouTube-Kanal, zum Beispiel der Grünen Jugend und Emilia Fester. Aber es geht auch ein bisschen darum, wer ich eigentlich bin und warum ich in den Bundestag möchte. Ja, sie ist inzwischen im Bundestag und dort ist sie auch die jüngste Bundestagsabgeordnete. Die AfD wollte ja schon nach ihrem Bundestagseinzug 2017 einen eigenen TV-Sender mit immer laufendem Livestream an den Start bringen.
AfD-TV sollte sich das Ganze dann noch nennen. Problem? Die AfD hätte dafür mit großer Wahrscheinlichkeit eine Zulassungspflicht gebraucht, wie die Landesmedienanstalt NRW erklärte, weil AfD-TV von der Landes-AfD in NRW kommt. Übrigens nachzulesen alles bei buzzfeed.de. Die Webseite afd-tv.de ist übrigens immer noch online und dort zu sehen ist immer noch ein Livestream-Angebot mitsamt einem professionell aussehenden TV-Studio. Aber klickt man da drauf, passiert nichts. AfD-TV aber als Name existiert weiter, beispielsweise hier auf YouTube. Und die Liste an YouTube-Formaten der unterschiedlichen Parteien könnte man nun immer noch weiterführen. In den vergangenen Jahren gab es jedenfalls einen deutlichen Anstieg. Die Linke zum Beispiel setzte in der Vergangenheit auf explizite Workshops, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete. Zitat: Während die einen das Medium wechseln wollen, um Erstwählende zu erreichen, setzen andere auf die Ausbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Es gibt in der Partei Die Linke Workshops zu dem Thema, erklärt Michael Neuhaus, Bundessprecher der Linksjugend und Sprecher für Umwelt der Linken. Fraktion Leipzig. Denn oft ist Social-Media-Arbeit einfacher und weniger zeitintensiv, als man denkt. Auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Linken ja nahesteht, bietet seit einiger Zeit eben solche Workshops und Seminare an. Auf der Website findet man immer noch zahlreiche Workshops und auch Bilder, auch mit Leuten, die ihr sicherlich kennt. Ich wollte mal von der Rosa-Luxemburg-Stiftung wissen, ob denn beispielsweise auch Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke an etwaigen Seminaren teilnehmen. Und das antwortete man mir per Mail. Zum Zeitpunkt der Analyse linker YouTube-Accounts hatte Sarah Wagenknecht noch keinen Account auf YouTube. Die Mail insgesamt war ein bisschen länger, aber alles andere bezog sich nicht auf diese Frage und selbst diese Antwort ist recht vage und bezieht sich auch nicht wirklich darauf. Ob also Wagenknecht und ihr Team an sowas teilnehmen, zumindest innerhalb der Linken, wer weiß. Und bevor wir gleich zu Wagenknechts Kanal wieder zurückkommen, ich dachte mir aber auch, wäre doch eigentlich mal spannend, bei den anderen Parteien nachzufragen, ob die vielleicht sowas wie Influencerinnen ausbilden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos haben sich nicht alle Parteien zurückgemeldet, vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein extra Video. Aber sowohl die AfD als auch die Freien Wähler haben mir geantwortet. Die AfD schrieb kurz und knapp, Zitat, über unsere Aktivitäten im Social-Media-Bereich erteilen wir grundsätzlich keine Auskunft. Die Freien Wähler waren da ein bisschen offener. Die stellen ja unter anderem auch den stellvertretenden Ministerpräsidenten in Bayern. Die haben gesagt, Zitat, damit auch unsere Landesvereinigungen bestmöglich eine breite Multi-Channel-Kommunikation betreiben können, bieten wir von Bundesseite aus regelmäßig externe Schulungen an, damit neben den klassischen Kanälen Facebook, Instagram und Twitter auch neuere Plattformen von unseren Ehrenämtlern genutzt werden können. Fanden eben zuletzt beispielsweise YouTube-Workshops statt. Da die Kommunikation in den sozialen Medien ein zentraler Baustein eines jeden Wahlkampfes ist, gehören Schulungen für Kandidaten und Unterstützer zum festen Repertoire jeder Wahlkampagne. Also, Parteien verstehen das Game immer mehr und anders als der vorhin gezeigte AfD-TV-Kanal macht der Kanal von Wagenknecht strategisch einiges richtig, um die eigenen parteipolitischen Ideen zu verbreiten. Kommen wir zu Kapitel 4, der Aufbau und die Kanalstrategie. Ich würde gerne drei Elemente oder besser gesagt vier Elemente vorheben. Erstens das Thumbnail-Design, zweitens die Titelstrategie und Themenauswahl und viertens die Strategie, ja das Ganze als Wochenschau, also als objektive Nachrichtensendung zu gestalten. Schauen wir uns mal die Thumbnails an. Immer konsistent, immer ungefähr gleich, deutliche Aussagen, klar lesbarer Text. Wagenknecht ist immer auf den Thumbnails zu erkennen. Also es ist die typischste und manchmal auch bestfunktionierendste YouTube-Strategie. Gerade und vor allem dann, wenn es wie bei ihr sich um Meinungskommentare oder Meinungsvideos dreht. Eine Sache, die aber dann doch auffällt, ist, dass der Titel, und damit kommen wir auch zu zweitens, nämlich sich oft deckt mit dem Text auf dem Thumbnail. Also wichtige Keywords sind nicht nur im Titel zu finden, ist wichtig für den YouTube-Algorithmus, sondern auch im Thumbnail, also auf dem Bild. Und kleiner Zusatz, viele unterschätzen zum Beispiel auch Dinge wie den Beschreibungstext. Der Beschreibungstext ist deswegen für YouTube wichtig, da er, neben der Analyse des Videos selbst, noch einmal ein wichtiger Indikator dafür ist, was im Video vorkommt und wo der Algorithmus womöglich das Video ausspielt, an wen es ausgespielt wird und in welchen Themenbereichen es ausgespielt wird. Deswegen, achtet mal drauf, sind bei manchen Videos oder vielen Videos, vor allem bei Wagenknecht, aber eben sehr lange Beschreibungstexte zu finden, die sehr ausführlich sind. Also ein weiterer Baustein für einen gut funktionierenden Kanal. Kommen wir zu den Themen und damit zu Punkt 3 und 4, die sich ein bisschen miteinander vermischen. Denn dieser Kanal und ihre Videos gehen auf aktuelle Themen ein. Ein mega Pluspunkt, wenn man schnell auf große Themen aufspringen kann und will. Und ein gutes Mittel, damit ein Kanal schnell wächst. Im Prinzip versucht sie und ihr Team jedes Video, so erscheint es mir zumindest, als sogenanntes
Hero-Video zu gestalten. Viele fragen sich jetzt vielleicht, was ist ein Hero-Video? Naja, in der traditionellen Herangehensweise für einen Kanal gibt es im Prinzip drei Videoformen, die man verfolgt, die man auch anhand einer Pyramide aufzeigen kann. Das Ganze nennt sich Hero-Hub-Help-System. Also unten ist Help, das macht Wagenknecht recht selten, also typische Explainer-Videos, was ist XY, aber das sind meistens auch keine großen Ausreißer, keine mega erfolgreichen Videos. Manchmal brauchen die auch eine halbe Ewigkeit, bis sie erfolgreich sind. Dann gibt es die Hub-Videos. Hub-Content ist der, der vor allem auf Bewährtes setzt, was die Community mag, woran sich die Community gewöhnt hat. Und Hero-Content ist dann ganz oben, der ist ganz bewusst auf Reichweite getrimmt. Also kann ein Hub- oder Help-Content auch mal zum Hero-Video aufsteigen? Ja. Kann ein Hero-Video auch mal floppen? Ja. Also ganz so stringent ist das nicht, aber die Aktualität gibt Wagenknecht eine extrem gute Chance, immer wieder nach oben gespült zu werden, mal unabhängig von ihrer Person selbst und ihrem Namen, die natürlich auch in die Erfolgsgeschichte mit reinspielen. Und wenn diese wirklich Meinungsvideos von ihr, die im Zweifelsfall auch nicht, ich sag mal, grundlegende Ideen und Vorhaben der Linken selbst besprechen, sondern eher aktuelle Debatten mit ihrer Meinung sozusagen anreichert, wenn diese Meinungsvideos dann in einem Nachrichten- oder Nachrichtenstudio-typischen Setting dargestellt werden, ist es möglich, dass das Format an Kredibilität gewinnt. Vor allem, wenn man sich ein kleines, aber wie ich finde, extrem wichtiges Detail anschaut. Ich meinte ja, dass es ein Detail gibt, was sie vielleicht sich bewusst oder unbewusst glatt von Funk abgeschaut haben könnten. Denn fast nie sieht man irgendwo ein Logo in ihren Videos oder einen Hinweis darauf, dass sie von der Partei Die Linke ist. Und das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen lapidar, ein bisschen komisch klingen. Klar ist Sarah Wagenknecht von der Linken, das weiß man doch. Und ja, viele wissen das. Aber Wagenknecht erreicht mit ihren Videos mit großer Sicherheit auch Menschen, die noch nie etwas von ihr oder ihrem Kanal, vielleicht sogar ihrer Partei, gehört haben. Diese Menschen nehmen also ein seriös aufbereitetes, an Nachrichtensendungen orientiertes Video wahr, die aber, oder das aber vor allem ja parteipolitische oder persönliche Parteimeinungen präsentiert. Was hat das mit Funk zu tun? Naja, die haben ganz am Anfang ihrer Geschichte auch nirgends ARD und ZDF hingeschrieben. Ich habe da tatsächlich in der Uni meine Arbeit zugeschrieben. Aber das ist eine Strategie oder war eine Strategie, um sich zu lösen vom Image der Öffentlich-Rechtlichen, die bei jungen Menschen, teilweise nach wie vor noch, aber damals auf jeden Fall, uncool waren und nicht so beliebt waren und sind. So sahen eben viele die Videos von Funk, ohne zu wissen, dass das wirklich ARD und ZDF ist. Klar, wenn man sich die Arbeit macht und in den Beschreibungstext geht, dann steht da irgendwo auch ARD und ZDF, dann steht da auch irgendwo Die Linke. Wobei selbst bei Wagenknecht steht, glaube ich, noch nicht mal Die Linke irgendwo. Da muss man schon auf ihre Webseite gehen. Also zugegeben, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine unbewusste Entscheidung war. Ich kann es aber auch nicht verifizieren. Inzwischen macht Funk das nicht mehr und inzwischen findet man unter jedem öffentlich-rechtlichen Video auch den Hinweis, hier handelt es sich um ein öffentlich-rechtliches Video. Bei Politikern und Parteien übrigens nicht. Was ich durchaus spannend finde und ehrlich gesagt auch ein bisschen kritikwürdig, was aber Kritik ist, die man an YouTube weiterleiten müsste. Wagenknecht ist also auf den ersten Blick losgelöst von ihrer Partei und Menschen ohne Wissen über sie denken vermutlich gar nicht erstmal, dass sie hier ein Parteipolitik-Meinungsvideo sehen. So, und zuletzt kommen noch ein paar kleinere Details dazu. Beispielsweise, dass der Kanal keine großen Experimente macht. Es sind immer lange Videos, also lange Videos, die sich auch lange angeschaut werden und Leute verweilen lange auf den Videos, was ein weiterer guter Indikator ist für YouTube, das Video oder Videos zu pushen. Es handelt sich um einen immer stringenten, kontinuierlichen Veröffentlichungszeitraum, immer wöchentlich, auch super. Also alles Dinge, die mit reinspielen in den Erfolg von Sarah Wagenknechts Kanal. So, soweit zu meiner Analyse, warum dieser Kanal so erfolgreich ist und warum man es auch mit Vorsicht genießen sollte. Ich habe mit Sarah Wagenknecht hier auf diesem Kanal auch schon gesprochen, deswegen findet ihr jetzt hier das Interview zusammen mit ihr. Also, schaut gerne rein. Danke euch fürs Zusehen, danke fürs lange Zusehen und für die Aufmerksamkeit. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch dieses Format hier gefällt oder nicht.